willkommen auf Darkwire. Ja, ich bin der Andreas und wir, oder beziehungsweise ich, spiele wieder Layers of Fear, gerade in Folge, den dritten Part vom Zusatzpack, in welchem wir die Tochter des Hauses spielen. Ja. Und wir wollten jetzt als nächstes den Raum betreten, jedenfalls mal gucken. Hier war ja so ein Bild, was uns nichts Gutes verheißt. Oh. Okay, wir kommen noch nicht rein in den Raum. Na gut. Daneben nicht. Haben wir Glück gehabt, weil da war ja eine Zeichnung, die lag da, die den Raum als recht unheimlich darstellte. Oder dass sich etwas Böses dort verbergen könnte. Bin ich eigentlich nah genug am Mikrofon? Ich weiß es nicht. Von daher haben wir jetzt noch nicht aufgesucht den Raum, welcher sonst immer der Speicherpunkt war mit der Staffel. Dieser hier. Nur, oh, da ist keine Staffel mehr. I wonder when was the last time this place saw sunlight. Tja. Ich würde mir eher um frischen Anstrich Gedanken machen. Ich weiß echt nicht, wo das Teil speichert. An welchem Punkt. Das Symbol da unten immer speichern? Das ist einfach laden, ne? Wupp. Oh. Wir dürfen künstlerisch uns betätigen. Filzstift oder Pinsel? Ich bevorzuge Pinsel. Oh, the summer trees. So green and vibrant and full of life. But also young and inexperienced. Let's try to find them a more poignant season. Where they are wiser, have some stories to tell. Was? Okay. Großer, sich auflösender Raum. Was ist das? Hängt in der Luft. Die hängen alle irgendwie in der. Ach, da oben auch. Okay. Da auch. Okay. Was ist hier los? Ah, da ist was. Farbtuben. Was denn? Hä? Müssen wir das Bild erweitern? Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser, just like you. Hab ich doch schön gemacht. Noch eine andere Farbe. Nur doch gerade genommen. Oh, they sway in the breeze, but are none the wiser, just like you. Brilliant. Let's add some more of the same color. That won't make it boring or predictable. No, put that down. You are doing so well. Ich kann's aber nicht hinlegen. Ich das nehmen? Ah, tausche ich das. Okay. Wir brauchen noch eine andere Farbe.
Kann nicht schneller laufen. Da. Rot. Blutrot. Hau ab. Boah, Gänsehaut gekriegt. Kribbelte mir plötzlich in den Beinen. Wahrscheinlich Altersermüdung oder so, oder Erscheinung. Ah, yes, the autumn of life, when man seeks shelter from the elements. Let's see how our little hut fares, when the skies grow dark. Fand euch die andere Version besser vorher. Oh, der Raum hat sich verändert. Das Gelb. Versuchen wir es mit Gelb. Oh. 50. Which part of dark skies did you not understand? Macht sich doch, oder? Ach ja. Jetzt? Was? Wer kreucht? Wer fleucht? Sackgasse. No, any old house will do in times of prosperity. We need to see how it fares when misery darkens the sky. Brauchen wir nochmal blau? Nee. Ach Leute. Ich drehe mich hier irgendwie im Kreis. Wo bin ich jetzt gerade lang gelaufen? Hä? Hier lang irgendwie, ne? Haben wir gerade gehabt? Wo haben wir denn hier noch? Hier ist ja nichts mehr. Hier ist diesem scheiß Filzstift, glaube ich. Hier noch? Bleib da. Okay. Huh. Hallo Katze, guckst du so traurig? Oh, haben sie sich geköpft? Nee, da bist du ja. Was ist das? Kitty, 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 Kitty. So, ich komme nicht weiter hoch. Da ist was. Hat geblinkt. Wie komme ich da dran? Das blinkt einfach so. Toll. Da dran. Katze, Katze, Katze. Lass mir mal helfen. Hier ist wieder so ein Rad. Ich kann hier nichts anklicken. Das ist scheiße. Kann ich den Ball? Ah. Oh, was war das? Den ganz hochrollen. Wow.
lassen, nicht ablenken lassen. Wurm. Komm, nimm die. Das war aber jetzt nervig. Okay. You see? In the end, all we take for granted is fragile and temporary. Man passes, while nature endures. Speaking of which, I don't think our proud stallion likes the weather. Let's brighten things up a bit. Aufhellen auch noch. Wie lange soll ich denn jetzt an diesem blöden Bild rumpinseln? Was haben wir denn hier? Grün. Aber aufhellen, da sollten wir doch eher weiß oder so, ne? Jo, alles klar. Pink ist da auch schön. No! A wet rag won't do us any good! No matter what color it is. Ich nehme es gleich. Na? Excalibur. Ich nehme es gleich den blöden Stift da. Vielleicht soll ich das Bild auch mit dem Stift versauen. Ja, so wanderten wir, ne? Und wanderten. Und erschraken. Oh. Fire in the house. Vielleicht verbrennt das bescheuerte Bild jetzt endlich. Wow. Na, geh auf. Ist ja nichts. Nö, machen wir das so. Feuerchen, Feuerchen. So kann man das Ganze auch unnötig in die Länge ziehen, ne? Bisschen gelb. Wir müssen jetzt den ganzen scheiß Weg wieder zurück. Ich kann auch nicht rennen. Oder? Ah, ein bisschen. Minimal. Eigentlich wollte ich überlegen, vier Parts heute zu drehen, aber das hier ist ein bisschen lame. The sun bestows its kind rays upon the land. It's getting warmer and warmer. Ja, sieht schön aus. Finally, marvelous, isn't it? I know it seems like a tragedy. But a beautiful tragedy is always better than an unremarkable existence.
Oh. Naja. In his own way, I believe he meant well. He wanted me to excel, hoping that when the time came, I would succeed where he failed. Avoid his mistakes. God knows he made plenty of those. Da kamen wir nicht rein. Aha, rote Farbe. Heißt das, wir sollen jetzt nach oben zu diesem Zimmer? Oh. Vorgekritzelt. Tja, dann machen wir das einfach mal. Wir gehen mal hoch. Ein paar Minuten haben wir ja noch. Glaube ich. Da war es. Ist das finstere Zimmer. Jetzt geht's auf. So, after all this time, after all I've been through... Stay here. Your mother and I need to talk. This is all you have for me? And of all places, you chose this room. You think I don't hear that? Stop crying! Don't make me come in there! So many memories. This one room... filled with more memories than I can count. I thought I told you to be quiet! Oh, the lovely memories. I imagined him standing there, all smug and pleased with himself, thinking this piece of canvas was somehow going to fix everything. I imagined what I would say to him, what I would do. Why, Daddy... shouldn't have. Really? Shouldn't have! Das war's? Wirklich? Okay. Also muss ich leider zugeben, das hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, nachdem wirklich, also es hat mir extrem gut gefallen. Layers of Fear, also das Hauptspiel. Jetzt dieses Zusatzpaket. Waren ein paar nette Parts bei, gab auch hier und da mal ein paar Schreckmomente. Aber einiges war auch sehr zäh irgendwie. Und auch langweilig dadurch. Und dann eben auch noch dafür, dass das Ganze so kurz war. Ich habe jetzt 3 Parts gemacht. Also hat man so in 1,5 Stunden oder so gespielt. Ist deutlich weniger natürlich als beim Hauptspiel. Dafür, ich glaube auf Steam wollen sie dafür 5 Euro und auch zusätzlich, wenn man es jetzt extra kauft. Also dafür ist es ein bisschen wenig. Ich habe mir das ein bisschen anders vorgestellt. Wie ein bisschen. Yo, okay. Aber das war's scheinbar. Mal gucken, ob die Jungs und Mädels hier noch irgendwas nachliefern, ob da nochmal was kommt. Jedenfalls Layers of Fear Hauptspiel kann ich absolut empfehlen. Ihr könnt das ja auch im Masterpiece-Paket kaufen, wo dann beides zusammen ist. Ich verlinke das wie immer. Beide Packs oder auch alle 3 Packs, wenn ihr das Hauptspiel erst kaufen wollt, falls das euch interessiert. Und dann noch das Zusatzpaket, weil das teurer ist, als wenn man jetzt das Komplettpaket kauft. Ja.
Jo, ach ja, ich lasse es einfach nochmal durchlaufen. Muss jetzt mal schauen. Ich habe echt gedacht, ich könnte daraus so wenigstens 4 bis 5 Parts machen. Oder so kurz ausgefallen ist. So. Kommen wir jetzt auf den Startscreen, oder? Tatsächlich. Na gut. Das war's. Von daher sage ich einfach mal, ich habe was im Hals kleben. Das wollte ich gesagt haben. Ja, sage ich einfach mal ciao, ne? Und dann gucken wir mal, was ich als nächstes für euch habe. Ja, gut. Bye. Tschüss. Tschau, das war's. Okay.